Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Tod, wo ist dein Stachel nun? So fragt uns Paulus, der Apostel. Ostersonntag in der Friesenkapelle, ein herzliches Willkommen. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Schwestern und Brüder, dieses Fest lasst uns feiern. Lasst es uns feiern mit einem Lächeln und vielleicht auch mit einem herzhaften Lachen. Denn so haben die Christen dieses Osterfest seit Jahrhunderten begangen. Gott segne uns diesen Ostersonntag. Amen. Die heutige Lesung steht geschrieben im Evangelium bei Markus im 16. Kapitel. Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein gewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Er hatte ein weißes, langes Gewand an, und sie entsetzten sich. Aber er sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da, die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Halleluja! Er ist erstanden, Halleluja! Freut euch und singet, Halleluja! Denn unser Heiland hat triumphiert, all seine Feind gefangen er führt. Lasset Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ihr suchet Jesus, hier ist er nicht.
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag. Er ist erstanden, wie er gesagt. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Geht und verkündigt, dass Jesus lebt. Darüber freu sich alles, was lebt. Was Gott geboten ist nun vollbracht. Christ hat das Leben wiedergebracht. Lasst uns Lob singen vor unserem Gott, der uns erlöst hat vom ewigen Tod. Sünd ist vergeben, Halleluja. Jesus bringt Leben, Halleluja. Die Liebe Gottes und die Gnade Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Schwestern und Brüder, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ostergeschichten, Schwestern und Brüder, gibt es viele in der Bibel. Am Ende der Evangelien. Sie haben eine gemeinsame Botschaft. Jesus lebt. Deswegen seid mutig und getrost, lebt fröhlich und lacht die Sorgen weg. Das ist Ostern, Schwestern und Brüder, und das wollen wir heute Morgen tun. Denn Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Ostern sprengt alle unsere Vorstellungen. Wo Tränen flossen, da soll jetzt Lachen sein. Oder, wie es der Evangelist Markus erzählt und wie es Tini gerade vorgelesen hat, sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Schwestern und Brüder, der Stein verschließt nicht nur das Grab. Der Stein steht auch für all das, was uns an diesem Ostermorgen belastet, an Trauer, an Schmerz, an Sorgen. Die Botschaft lautet, Jesus ist auferstanden, er ist nicht länger im Grab. Deshalb seid mutig und getrost. Mehr gibt es nicht zu sagen. Vor 3 Tagen, Karfreitag, da verlor die Sonne ihren Schein. Jetzt ist es Ostersonntag und sie strahlt wieder. In der Grabeshöhle, so erzählt Markus, hockt kein finster dreinschauender Sensenmann, sondern ein freundlicher Engel. Okay, der Gottesbote findet zwar keine seelsorgerlich zugewandten Worte, wir haben es gehört, er spricht eher so mit friesischem Charme, er fasst sich kurz. Sucht Jesus nicht bei den Toten, sondern sucht ihn unter den Lebenden. Die Frauen hören auch sehr deutlich den genervten Unterton hinter dem freundlichen Lächeln. Der bedeutet, hey ihr Frauen, hört auf zu heulen. Jesus hat doch deutlich gesagt, auf dem Friedhof werdet ihr mich nicht finden. Geht nach Hause, trefft euch mit euren Freundinnen und Freunden und erzählt überall, Jesus ist da, wo das Leben ist. Der Stein ist längst weggewälzt. Ihr wisst, wovon ich spreche. Ihr, Schwestern und Brüder, die ihr heute diese Videoandacht schaut, ihr wisst, wovon ich spreche. Aber draußen, wenn ihr auf die Straßen geht, im richtigen Leben, da verbinden die Menschen mit Ostern Hasen und Aperol, Ferien und hier auf der Insel eierlaufenden Kampen. Sie wissen nichts mehr von Auferstehung und weggewälzten Steinen. Vor 3 Wochen, Schwestern und Brüder, war unsere Pröbstin zur Visitation in unserer Gemeinde und hat die Konfirmandenstunde geleitet
um sich ein Bild zu machen. Sie fragte, weil es gerade Ostern war, du hier vorne, und er zeigte sie auf Terje, was weißt du von dem Stein, der plötzlich verschwunden war? Der Junge beeilte sich zu sagen, ich weiß nicht. Die Pröbstin blickte hilfesuchend zu Pastor Hartung, und der pflichtete bei, ich glaub auch nicht, dass es Terje war. Kopfschüttelnd verließ die Pröbstin den Unterricht, und am nächsten Tag traf sie den Oberkirchenrat, zuständig für den kirchlichen Unterricht, und erzählte ihm die ganze Geschichte. Und der sagte nach kurzer Überlegung, ich glaub ja, der Pastor Chino war's. Die Pröbstin war verzweifelt, und als sie am nächsten Tag die neue Bischöfin traf, erzählte sie ihr, was vorgefallen war. Die Bischöfin, unsere Neue, ist wirklich eine Frau mit einem gütigen Gesicht. Und nachdem sie die Geschichte gehört hatte, zückte sie ihr Portemonnaie und gab der Pröbstin 200 Euro. Damit können Sie doch bestimmt, sagte sie, einen neuen Stein kaufen. Schwestern und Brüder, seit dem Mittelalter gilt, an Ostern, da soll gelacht werden. In der Kirche. Paulus fing schon damit an und fragte, Tod, wo ist dein Stachel nun? Paulus lachte über den Zerstörer des Lebens. Aber die Frauen waren nicht Paulus. Sie lachten nicht, sondern sie flohen vor dem Engel und seiner Botschaft. Panik und Entsetzen hatte sie ergriffen. Wenn ein Toter wieder lebendig wird, gerät das Leben aus den Fugen. Wunderhin, frohe Botschaft her. Ostern stellt ja grundsätzlich in Frage, was Leben und Tod bedeutet. Der Engel sieht die Frauen fortlaufen. Vielleicht hat er beim Heimflug in den Himmel ein wenig gelächelt. Humor hilft. Manchmal auch makabrer Humor. Ein Mann liegt auf der Intensivstation an 1000 Schläuche angeschlossen. Da besucht ihn ein Kollege von mir. Da er nicht sprechen kann, bittet der Mann in Zeichensprache um einen Stift. Er kritzelt auf einen Zettel einen Satz und stirbt. Mein Kollege denkt sich, das geht mich nichts an, und bringt den Zettel der Frau des Verstorbenen. Die liest, was darauf geschrieben steht, und fällt in Ohnmacht. Da nimmt mein Kollege den Zettel und liest, du Idiot, geh von meinem Schlauch runter. Schwestern und Brüder, dringend Zeit, den Engel wieder rufen zu lassen. Ihr, da am Ostersonntag, spült eure Ohren durch, öffnet eure Herzen, erhebt eure Häupter. Das Leben siegt, der Tod wird nicht ewig bleiben. Nein, das Leben hat schon gesiegt. Ihr müsst es nur noch wahrnehmen. Und ihr müsst glauben. Das ist der Kern des christlichen Glaubens. Gott ist lebendig. Unser Glaube ist eine Wahrnehmungsschule, Lebensdeutung. Er ist Orientierungshilfe und Vertrauenstraining. Und der Glaube ist und bleibt ein Geschenk. Die Frage ist, fühlen wir uns in diesem Sinne als Beschenkte? Oder sind wir leer ausgegangen, als Gott diese Gabe verteilte? Vor ein paar Tagen war ich in Westerland. Neben mir auf der Bank vor der Wilhelmine saß ein Punk. Ich war vertieft in meine Zeitung und der Punk neben mir, Sie werden es kaum glauben, der las in der Bibel. Zwischendrin rief er immer wieder Halleluja! Irgendwann fragte ich ihn, genervt, warum er ständig Halleluja rufen müsse. Darauf der Punk, ey Mann, Alter, ich habe gerade gelesen, wie Gott die Israeliten rettete. Durch das Meer hindurch, musst dir mal vorstellen, Halleluja, ein Wunder. Ich erkläre ihm, das ist doch kein Wunder. Da war bloß eine kleine Furt mit 20 cm Wassertiefe. Für ein paar Augenblicke las der Punk betroffen weiter
Und dann legte er wieder los. Halleluja! Halleluja! Mann, sag ich, ich hab dir doch eben erklärt, das war kein Wunder. Ja, Mann, hab ich kapiert, meinte der Punk. Ich hab grad die Geschichte in der Bibel weitergelesen. Dort steht, dass Gott die Verfolger in dem Wasser ertrinken ließ. Und das, wo das Wasser bloß 20 Zentimeter Tiefe hatte. Mann, Alter, wenn das kein Wunder ist, Halleluja! Schwestern und Brüder, Glauben hilft. Ostern lässt uns die Welt mit anderen Augen betrachten. Vielleicht werden wir gewahr, dass wir unser Leben ändern müssen. Vor ein paar Tagen saß ich mit einem Kollegen am Rand einer Straße und angelte. Wir hatten ein Schild aufgestellt, auf dem zu lesen stand, das Ende ist nah. Kehrt um, bevor es zu spät ist. Aus einem vorbeifahrenden Auto schimpfte jemand. Mann, lasst uns in Ruhe mit euren frommen Sprüchen. Als nächstes hörten wir ein Platschen. Ein Kollege sah mich fragend an und sagte, findest du, wir hätten lieber ein Schild aufstellen müssen mit der Aufschrift Ende der Brücke? Schwestern und Brüder, Ostern gibt Kraft. Jeden Sonntag sitzt neben mir mein älterer Kollege, Pastor Joachim Hartung. Wir sprechen viel über Gott und die Welt, auch über den Tod und den Himmel. Dass er neben mir an der Kirchenbank sitzt, gibt mir Kraft. Warum? Er lebt vor, dass man nicht länger auf den sterblichen Leib schauen soll, nicht auf 70, 80 oder 90 Jahre, sondern auf die Ewigkeit. Denn Jesus hat uns versprochen, dass er in den Himmel hinaufsteigt zu Gott und dass er uns nach dem Ende unserer irdischen Tage zu sich holen wird. Dann wird er uns eine Tür öffnen und wir werden hindurchgehen in sein Reich. Es ist ein Reich, von dem wir nur eine unvollkommene, manchmal womöglich allzu irdische Vorstellung haben. Denkt euch, im Himmel ist Wahl. Und das Ergebnis lautet, alle haben christlich-demokratische Union gewählt. Bis auf einen, der wählt die SPD. Nun überlegen alle angestrengt, wer denn dieser eine sein kann. Nach einiger Zeit kommen sie drauf. Das kann nur der Josef sein, dieser Zimmermann, der Schutzpatron der Werktätigen. Sie stellen ihn zur Rede und fragen ihn, warum er das getan hat. Und als Josef endlich die Schnauze voll hat, da sagt er, Jungs, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann nehme ich meine Frau und meinen Sohn und dann könnt ihr den ganzen Laden hier schließen. Ja, Schwestern und Brüder, manchmal ist der Himmel ganz irdisch. Aber die Osterbotschaft, wenn wir der Osterbotschaft trauen, die verändert unseren Blick auf die Welt. Die Welt wird sich nicht ändern, aber wie wir sie wahrnehmen. Und damit wird sich auch unser Handeln in der Welt verändern. Jesus sagt, ich lebe. Und auch ihr sollt leben. Ein letzter, kleiner Witz zum Abschluss. Mose, ein alter Mann und Jesus spielen miteinander Golf. Mose macht den ersten Schlag. Er trifft den Ball nicht schlecht. Aber er scheint in einen Teich zu fallen. Da reißt Mose den Schläger in die Höhe, das Wasser des Teiches teilt sich, der Ball fällt auf das Trockene und rollt hinauf auf das Grüne. Boah, guter Schlag, sagt Jesus. Jesus schlägt seinen Ball mit vollkommener Perfektion. Er fliegt optimal, landet auf dem Grün, nur wenige Zentimeter vom Loch entfernt. Guter Schlag, sagt der alte Mann. Da schlägt der alte Mann seinen Ball. Er trifft ihn nur zitternd, was dazu führt, dass der Ball an einem nahen Baum jenseits des Rasens landet. Da kommt ein Eichhörnchen vom Baum, schnappt sich den Ball und läuft davon. In dem Moment stößt ein Adler vom Himmel, packt das Eichhörnchen mit dem Ball und fliegt davon.
Beim Flug des Adlers über das Grün lässt das Eichhörnchen den Ball fallen und der Ball fällt genau in das Loch hinein. Da wendet sich Jesus an den alten Mann, klopft ihm anerkennend auf die Schulter und sagt: Guter Schlag, Papa. Schwestern und Brüder, der Herr ist auferstanden, es ist Ostern. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Gott segne uns dieses Fest. Amen. Schwestern und Brüder, gemeinsam lasst uns das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Schwestern und Brüder, am Ende dieser Osterandacht, da bitten wir um eure Unterstützung. Dieses Mal für ein Projekt aus unserer Gemeinde, das uns sehr am Herzen liegt. Es heißt Tante Frieda. Tante Frieda ist der Name für unsere Demenzbetreuung im Pastorat am Dorfteich in Wenningstedt. Jeden Dienstag empfangen wir dort die Demenzkranken als unsere Gäste. Wir essen gemeinsam, wir spielen gemeinsam, wir singen gemeinsam. Und wir haben viel Freude an diesem Vormittag. Es ist die Zeit, in der die pflegenden Angehörigen frei haben. Für Demenzkranke gibt es kaum Angebote auf der Insel und deshalb haben wir dieses Angebot ins Leben gerufen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, dieses Angebot weiterhin aufrechtzuerhalten. Gott segne Geber und Gaben nach seiner Barmherzigkeit. Amen.